What? Wie geil ist bitteschön dieses Booster? Aber okay, wollen wir starten mit der Fanpost? Woo! Bisschen Positivity rein, weil ich habe mir jetzt die Zeit genommen heute. Und wir werden heute definitiv ein bisschen Fanpost haben, weil ich möchte heute noch ein bisschen was Geiles machen mit euch. Und wir haben fast die 210 Subs. Eventuell machen wir noch ein paar Booster auf. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen Fun haben. Und ich begrüße euch recht herzlich zum Stream erstmal. Kuss geht raus, ey. Falls ihr noch kein Follow da gelassen habt, lasst ein Follow da. Und falls ihr noch Twitch Prime überhaben solltet, schämt euch. Ballert ihn raus. Okay. Ich würde sagen, wir starten rein mit einem Paket. Wir haben ein sehr, sehr großes Paket. Nicht von Amazon, sondern von dem guten Thiago. Schauen wir mal rein, was wir hier haben. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier, was ist das? Okay, wir haben hier einen, wahrscheinlich einen Rücksendeumschlag. So, zum Thema Bachelorarbeit. Ich sag's euch, die schreibe ich doch mit euch. Was ist das denn bitte? Okay, Poster, Cardboard. Lose Karten. Was ist das? Eine Detektiv Pikachu Anton Karte. Dann haben wir ein Cosmovum, was hier drin ist. Ein Pichu. Ein Pokémon Magazin. Wild. Schon ein bisschen älter tatsächlich. Und wie es aussieht, hat der Boy hier das Dragoran rausgeschnitten. Wir haben ein cooles Pikachu Poster mit Ash Ketchum. Aus Alabastia. Wild, ey, was es heutzutage alles gibt, ey. Allen Ash, die es jemals gab hier. Well. Aus dem Anime. Ganz witzig. Ashs Reise. Wir haben hier Rätsel. Die können wir machen. Da habe ich Bock drauf, okay? Wir machen die Rätsel. Ich guck mal rein, was in dem Brief hier drin steht. Den ich höchstwahrscheinlich lesen soll. Okay, wir haben hier Karten und wir haben hier einen Brief. Lieber Dario Zero of Time, ich habe dich erst vor kurzem auf YouTube getroffen. Persönlich. Als ich das erste Video von dir gesehen habe, wusste ich, den muss ich mir genau angucken. Also habe ich dir Fanpost geschickt. Die Fanpost enthält 4 Pokémon-Bilder, die du bitte unterschreiben. Und den Rest siehst du dann selbst. Die anderen darfst du behalten. Liebe Grüße an Thiago. Sorry wegen der Rechtschreibfehler. Alles kein Problem, Thiago. Alles kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Also wir switchen mal. Wir haben hier, wie gesagt, die Rätsel. Die machen wir gleich. Richtig Bock drauf. Wir haben hier ein Sasuke. Sag schon, Sasuke! Okay, oh mein, was? Das sind die Karten aus Speed Duel. Wie cool. Das ist super nice. Ich weiß gar nicht, in welcher Box die sind. Und ihr kriegt die immer. Aber hey, wir haben jetzt erstmal das hier. Unser Vorschussset. Ich kann den Stift nicht usen. Ich brauche einen Anspitzer. Und das hier ist nur ein Radiergummi. Ich kann das gar nicht usen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Okay. Ich glaube, ich habe hier nämlich sonst keine Stifte. Sonst können wir das nicht machen. Aber okay, wir probieren es trotzdem. Okay, wir haben hier Wasserschlacht. Die Wasser-Pokémon kämpfen um den Titel König des Wassers. Löse die Rätsel und erfahre, wer das Rennen für sich entscheidet. So geht's. Okay. Hilf Lapras, Pyramide auszufüllen. Okay. Warte mal, ich hole einen Stift. Ich bin gleich wieder da. Ich hole einen Stift. Wie könnte das funktionieren? Okay, das heißt, wir haben 2, 2, 4, bam. 3, 2, bam. 4, bam. 8, bam. 7, bam. 15, bam. Insane gut, oder? Also jetzt, Chat, ich will jetzt mal einen Easy Clap haben. Ich will ein bisschen Anerkennung haben für das, was ich gerade gemacht habe. Also das war gar nicht so einfach. Wisst ihr, wenn ich euch nicht hätte, wäre ich echt dämlich. Okay. Im Pokédex-Eintrag von Anton fehlen ein paar Wörter. Setze sie ein. Ein Wort bleibt übrig. Die Zahl daneben verrät ihr Antons Punktzahl. Anton leidet permanent unter Durchfall. Kopfschmerzen. Also 6. Wenn es sehr gestresst ist, 4. Ist, verstärken sie sich. Wenn es seine überwältigenden, geheimnisvoll, düsteren Psychokräfte kommt hier hin. Kann es alles in der Umgebung überwältigen? Überwältigen, oder? Okay, wenn es seine geheimnisvollen Psychokräfte freisetzt, das könnte hinkommen. Kann es alles in der Umgebung überwältigen? Ich sag, das ist 3 und dadurch ist 5 richtig. Ich glaube, das ist so richtig, Chat. Ich glaube, es ist so richtig. Bam! Also auch wieder 5. Anton ist not superior. Bisher ist der Big Boy hier der Big Boy. So, gucken wir mal, was Gyarados sagt. Bei diesem Bildausschnitt von Gyarados stimmt doch etwas nicht. Ein paar davon stammen aus einem anderen Bild. Wie viele der Bildausschnitte sind aus diesem Bild des Gyarados? Die Punktzahl. Okay, das hier ist falsch, hätte ich gesagt. Das da ist richtig. Ich würde sagen, der ist richtig. Der Kollege ist richtig. Dann haben wir den hier. Sehen wir die Flosse hier irgendwo? Ich denke nicht. Der ist falsch. Move. Den hier? Den haben wir da unten. Der ist korrekt. Den Jungen hier sehe ich ja auch nicht wirklich. Not so really, Chat. Den Jungen?
Den sehe ich auch nicht. Der ist auch right. Wrong. Der hier, der ist richtig. Und der hier, das könnte der hier sein. Das müsste der hier sein. Der ist auch korrekt. 4 Stück sind hier nur richtig. Das ist Gyarados, ist auch crap. Gyarados ist auch shit. Okay, das heißt, wir haben bisher das größte Pokémon von allem, was richtig ist. Und davon gehe ich auch raus, dass es richtig ist. Letztes Rätsel, Chatterino. Jetzt müssen wir Gas geben. Shiggy hat viele tolle Posen drauf, aber manche wiederholen sich. Wie viele unterschiedliche Shiggy-Posen kannst du entdecken? Das ist Shiggys Punkteanzahl. Okay, welche wiederholen sich? Shiggy 1. Es liegt. Wiederholt sich das hier irgendwo? Nein. Das heißt, Shiggy 1 ist superior. Shiggy 2. Mach den Move. Schon mal nicht. Das ist not so good. Shiggy 3. Sehe ich jetzt hier schon. Falsch. Shiggy 4. Rennt. Aber hier und auch. Ist auch nicht richtig. Der Shiggy freut sich. Und der Shiggy freut sich richtig. Der Shiggy freut sich. Und der freut sich auch richtig. Der Shiggy, der liegt, der ist auch falsch. Und der Shiggy freut sich auch. Boom. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 4 Shiggys. Das heißt, wir haben Labras, 7 Punkte. Plinfa mit 6 Punkten. Enton, Gyarados haben wir mit 1, 2, 3, 4. Und Shiggy haben wir 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben 4, 8. Oh, jetzt kommt ein Mathe-Genie, Alter, ey. Das sind doch 13, oder? Das sind 13, 20, 26. 26 Punkte, Chat. Habe ich richtig geraten. 4 ist falsch, unterschiedlich, einmalig. Was meine ich? Shiggy hat viele tolle Posen, aber manche wiederholen sich. Wie viele unterschiedliche Shiggy-Posen kannst du entdecken? Wie viele unterschiedliche? Das heißt, ich muss die Shiggys dazuzählen. Wait, Chat. Wait. Das heißt, wir haben 1. Wir haben Bam. Wir sind noch nicht richtig. Das ist falsch. Wir sind noch nicht richtig. Den haben wir. Damn it, bro. Das ist so schwer. Ah, ich bin so kacke. Okay, wie waren wir? Wir haben ein Shiggy. Wir haben den. Wir haben den. Wir haben den. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 8 Shiggys. Ich glaube, das ist richtig. 8 Shiggys ist richtig. Und dann haben wir jetzt, da haben wir 30. 30 müssten richtig sein. Und jetzt gucken wir auf Seite 34. Passt auf. Soll ich mehr solcher Magazine holen? Da können wir das gerne nochmal machen. Lotti Karotti, das total verrückte Wettrennen. Alter, ey. Diese Magazine sind ja witzig, Alter. Okay, auf welcher Seite sind wir? Lösungen. Okay. Wir haben 7 Punkte. Korrekt. 6 Punkte. Korrekt. 5 Punkte. Korrekt. 4 Punkte. Korrekt. 8 Punkte. Korrekt. Der Sieger ist Shiggy. War ich einfach nur ein Dulli, der 30 hingeschrieben hat? Oder wie ist das? Da haben wir 30. 30 müssten richtig sein. Ich glaube, ich war einfach nur ein Dulli, der da 30 hingeschrieben hat. Der Sieger ist 30. Ich bin ja die Legende. Ich bin ja die absolute Legende, Alter. Wie witzig. Okay, machen wir weiter. Wir haben hier ein größeres Paket. Und dieses Paket. Ui, Memo, was haben wir da denn? Toilettenpapier. Noch mehr Toilettenpapier. Hallo, lieber Zero. Ich schaue deine Videos schon seit 8 Monaten und sie gefallen mir sehr. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dir ein Paket zu schicken. Es sind 10 Selfmade Booster und ein selbstgemachtes Geschenk im Paket. Ich mache erst, mache erst die Booster auf. Das selbstgemachte Geschenk habe ich das Fimo gemacht, Designerknete. Okay, klingt krass. Ich habe auch einen Brief und Karten beigelegt. Es würde mich sehr freuen, wenn ich die Karten unterschrieben wieder zurückhaben könnte. Gar kein Problem. Es wäre schön, wenn du ein paar Nahaufnahmen von der Figur machen könntest, da ich vergessen habe, Bilder zu machen und es erst nach dem Verschicken gemerkt habe. Liebe Grüße, Philipp. Wir werden mal schauen, auf jeden Fall, wenn wir dann Nahaufnahmen hinkriegen, ja. Schauen wir mal rein, was wir hier haben. Wir haben Booster Nummer 1. Leicht zum Öffnen. Sehr, sehr gut. Kane Sleeves. Das ist crazy. Schau mal, wir haben ein Drasler. Heracross. Sogar englische Karten. Grookey. Das sind sogar Karten aus neueren Sets, ne? Das müsste auch Shilling Rain sein. Wir haben Kloptopus, wir haben Kikalo, wir haben Arvi, wir haben eine Stahlenergie und wir haben eine Feenenergie. Wir haben ein Ditto in V. Big Hit auf jeden Fall am Start. In einer matten Folie. Sehr, sehr stark, ey. Holy shit, vielen lieben Dank. Bin ich der Einzige, der Papiersachen so öffnet? I'm not sure. Okay, weiter geht's. Wir haben Vipitis, Rollum, Baldurfish, Blitzel, Rockruff, Formeo, Apollo, Flavia, Psycho- und Wasserenergie und ein Boreos. Tatsächlich, das sind Karten aus den neueren Sets, ey. Holy shit. Vielen lieben Dank. Tschüss, ich hoffe, du brauchst die Karten nicht mehr, ne? Nicht, dass du mir die geschenkt hast und du die jetzt vermisst. Na. Den habe ich smooth aufgekriegt, ey. Killia, Slowpuff, Lapras, Kokuna mit dem geilen Artwork. Liebe ich sehr, sehr geil. Hatterem, Golurk. Fast Golrak, Alter. Golurk. Stellt euch vor, dass er das U hin ausgetauscht. Golruk. Also fast Golrak. Insane, Alter. Oh, okay.
Let's go! Auch ein geiles Pokémon. Mit einem ist der besten überhaupt, würde ich an der Stelle sagen. Wollt ihr Urgel-Merch haben? Schreibt das mal gerne rein. Wollt ihr Urgel-Merch haben? Direkt kaufen, Alter. Urgel. Urgel-Mauspad. Ein Urgel-Mauspad wäre geil. Urgel-Matte, Urgel-Shirt. Schauen wir mal. Wir haben einen Seemops. Waldorfisch. Schnäppgier. Jammers. Scoffing. Ruffle. Porygon. Handschuhe. Und Licht. Und Morpeko. Der kleine Dick-Duck. So, wir haben hier Crabrawler. Carbox von vorhin. Es ist lila. Schauen wir mal. Wir haben hier einen Liper. Noch nie. Oder habe ich den schon mal gezogen? Ich weiß nicht. Ich habe so wenig Booster von Chilling Rain aufgemacht. Auch wenn ich einen 100-Ton alles gemacht habe. Aber die Karte sieht sehr, sehr geil aus. Oder? Kriegt schon von mir so ein kleines Love-Emote. Ist schon ein schönes Artwork. Oh, wir haben hier, glaube ich, einen größeren Hit sogar am Start. Schauen wir mal, was wir hier haben. Eine Schriftrolle. Stahl. Psycho und Bruder. In VMAX. Crazy Anker. Die Haken. Die Haken. Warum denke ich an die Haken, wenn ich der Anker sagen möchte? Komplett finito. Es soll ein Kunstwerk in Formel von Knete sein. Okay. Ganz viel Watte und ganz viele Haare dazwischen. Okay. No! Wie cool! Das ist hier ganz vorsichtig eingepackt worden. Das rieselt hier alles zu Boden, Alter. Ich muss hier ganz vorsichtig sein. Selfmade Volnona. Ist schon sexy, oder? Vielen Dank. Holy shit, der ist super cool. Ist echt nice. Stell dich auf jeden Fall hier in den Hintergrund mal rein. Da oben chillt er jetzt. Da hinten im Hintergrund. Ich würde sagen, wir werden ein Paket öffnen. Und zwar von Florian. Was ist das? Ich hoffe, du hast mir nicht das geschickt, was ich denke, was es ist. Oder auch der Florian hier wieder on fire, ey. Ich sehe jetzt schon wieder einen frackierten Rückumschlag. Insane Boy. Guck erstmal, ob wir hier einen Brief finden. Baby, let's go! Hey, lieber Zero, ich möchte dir einmal Danke sagen für all deine Videos und deine unglaubliche Unterhaltung. Durch dich bin ich mit Anfang 20 vor ein paar Jahren wieder zurück zu Pokémon Sammeln gekommen und ich erlebe seitdem immer wieder ein bisschen Kindheit. Ach, auch wenn der Geldbeutel schon oft sehr stark bluten musste, deine Schuld. Was ich besonders an deinen Videos bzw. an deiner Art mag, ist, dass du einfach bist, wie du eben bist und dich nicht verstellst. Und vor allem, dass man bei dir merkt, dass du die Karten wertschätzt und sie für dich nicht nur reine Geldanlagen sind. Ich habe hier ein paar Kleinigkeiten im Paket mitgeschickt, das Dankeschön für von mir. Unter anderem die neueste Erweiterung von Pokémon TCG mit deinem Schicksals-Pokémon auf dem Cover. Also Fanpacks von mir für dich. Außerdem ist ein bereits markierter Rückumschlag-Adress dabei mit zwei Karten drin, die ich gerne von dir unterschrieben haben möchte. Für mich und meine Freunde. Die ist auch ein riesiger Fan. Mache ich auf jeden Fall. Der Flo und Meli sind am Start. Liebe Grüße, Urgel! Let's go! Und guckt euch das an, was er hier geiles designt hat am Ende. Ein Urgel, was die Zitrone ausspuckt. Insane, Alter! Muss ich patentieren lassen, eigentlich die Idee. Zu strong einfach. Aber goodie, goodie. Ich würde sagen, wir haben hier das Medikament, das ich unterschreiben soll. In diesem Pikachu-Package. Und ich würde sagen, es können doch nur Urgelkarten mit sein, oder? Natürlich ist der Boy am Start und ein Pikachu. Wenn unterschrieben und kriegt ihr auf jeden Fall zurück. Das geht raus da. Okay, wir haben hier... What? Wie geil ist bitteschön dieses Booster? Zeros Schicksal. Ein 1-Milliarden-Dollar-Pack. Guckt euch das an. Wie cool ist das bitte? Chat, ich will aber das Urgel-Emote jetzt sowas von sehen. So eine einfache Idee, aber so cool umgesetzt. Zeros Schicksal. So verdammt nice. Hier haben wir sogar nochmal ein Zero-Pack, okay? Let's go, schauen wir rein. Wir haben alle gesleeved hier sogar, ey. Elektro. Fleckt man am Angeln, der Boy zeigt uns sein dickes Ding. Porygon. Schneebedeck. Watermark mit Memeon. Dann haben wir Sephora. Hoplo. Kein Chimpep, das folgt, okay. Wir haben Frostless als Holo und... Again! Ditto! Sehr stark, ey. Ditto, super gutes Pokémon aus Verborgenes. Nee, glänzendes Schicksal. Glänzendes Schicksal. Holy shit, ey. Aber sehr geile Idee. Das fühle ich. Das ist super cool. Das ist echt super cool. Okay, was haben wir hier drin? No way. Was ist das für eine Wurst? Wer ist er denn? Was ein Eierkopf, Glumanda, Alter, ey. Alter, wie geil ist er denn, ey? Er ist cool, er ist ein Coolie. Kann man sich am Rucksack festmachen. Ich dachte gerade, da ist eine Mandarine drin. I mean, yeah, die kann ich mir auch rein gönnen. So, nächstes Zero of Time Urgelpack. Let's go. Memeon, Formeo, Gravel, Elizeba, Einladende Laterne, Iskala, Celebi, Melanies Überzeugung, von der bin ich auch sehr überzeugt,
Und ein Schimmern. Nee, Schimmelreiter, nicht Schimmern. Das Schimmelreiter Koronova Remax. Vielen lieben Dank für die coolen Booster und natürlich auch für die Karten und für das Plüsch, ey. Das ist mega cool, ey. Ich finde die super nice. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eure Kreativität in der Fanpost sowas von hot. Also da viel Liebe gehen raus von mir an euch. Kuss.